Im September 2019 soll die im Regierungsprogramm beschlossene berufsbildende Höhere Schule für Führung und Sicherheit ihren Betrieb aufnehmen. Das teilte der Generalsekretär des Bundesministeriums für Landesverteidigung, Wolfgang Baumann, stellvertretend für Verteidigungsminister Kunasek, bei einer Pressekonferenz am Dienstag, den 27. November 2018, mit. Das neue Projekt der Sicherheitsschule wurde gemeinsam mit dem Bildungsdirektor von Niederösterreich, Johann Heuras, Vizebürgermeister Christian Stocker sowie dem Kommandanten der Theresianischen Militärakademie, Karl Pronhagel, im Rittersaal der Daun-Kaserne präsentiert. Was werden die Lerninhalte sein? In erster Linie wollen wir Führung, Führungsverhalten, Risikomanagement, Gefahren analysieren an die jungen Schüler und Schülerinnen weitergeben. Es wird eine öffentlich-rechtliche Schule sein, basierend auf der Grundlage einer fünfjährigen Handelsakademie mit Abschluss Matura. Dazu werden derzeit zusätzlich zu bereits bestehenden Einrichtungen neue und moderne Schul- und Internatsgebäude am Campus der Militärakademie geplant. Die neue öffentlich-rechtliche Sicherheitsschule bietet Absolventen vielfältige Berufsaussichten als Führungskräfte bei Bundesheer, Polizei oder Justiz bis hin zu Jobmöglichkeiten in sicherheitsrelevanten Organisationen wie EU oder NATO.